Hier sind wir wieder bei Moon Hunters. Wir haben es ja beim letzten Mal schon durchgespielt mit der Ritualistin. Und ich habe ja entschieden, dass wir nach der Ritualistin den Druiden anfangen. Den Enkidu. Bei dem bleiben wir auch, bei dem Namen. Und wir nehmen auch natürlich direkt das neue Kostüm, was wir auch freigeschalten haben beim letzten Mal. Starten unsere Reise mit ihm. Bin ich mal gespannt, was er so drauf hat. So, wir können jetzt das Volk auswählen. Es fehlen noch zwei Völker, die wir noch nicht gefunden haben. Vielleicht sollten wir uns mal auf die Suche nach denen machen. Wir hatten zuerst. Genau, wir hatten den Wolfsclan, den machen wir jetzt nicht mehr, sondern wir nehmen jetzt das Wüstenvolk, also das Staubvolk, das seine Hoffnung in den Wassersucher setzt, um harte Sommer zu überstehen. Da starten wir. Mal schauen, was er drauf hat. Der Druide. Okay, der sieht nice aus. Das Kostüm. Bald geht uns das Wasser aus. Wir müssen einen Ort finden, an dem wir unser Lager aufschlagen können. Vor dem Fest des ersten Mondes morgen. So, das sind die normalen Angriffe. Nice. Mit B. Ah, kann man sich in Wolf verwandeln? Oh, verbraucht Mana. Okay, beziehungsweise Ausdauer oder was auch immer. Okay, was macht das? Das kann sein, dass der Gegner stunt oder anhält. So, hier sehen wir ja alles nochmal. Ranken. Wirre Ranken verlangsamen Feinde. Nice. Verwandle dich in einen Wolf. Normale Angriffe. Okay, dann mit X dann. Okay. Worauf skillt er denn so? Magischen Schaden. Und Stärke. Also auch wieder zweierlei Sachen, auf die wir achten müssen. Was bist du denn? Kannst du auch sterben, oder? Ups. Alles klar, verschwunden. Sieht aus wie ein Hase oder so. Was haben wir denn hier? Sprechen. Du hörst einen seltsamen, traurigen Gesang. Sein Echo erklingt tief aus dem Inneren des Brunnens. Ein Bündel mit Habseligkeiten liegt vor dem Brunnen. Wir rufen. Dieb wollen wir nicht sein. Ach, hallo. Kann ich herauskommen? Sind die Eulen des Todes über die Berge geflogen? Wir machen mal ja. Ich sehe hier zumindest keine. Lächelnd kriecht ein Mann aus dem Brunnen. Du hast etwas mehr Mitgefühl. Onk, danke für die guten Nachrichten, Freund. Vielleicht sehe ich dich morgen beim Fest des ersten Monds, wo kein Unglück geschehen wird, ja? Okay. Mitgefühl. Nice. Gerne. Wir haben gerne geholfen. Wo sind denn die ersten Gegner? Was bist du denn? Mögen die Königin des Himmels und die silberne Schwester mich auf meinen Reisen und beim Weihen dieses Steins unterstützen. Alles klar. Was auch immer dein Problem ist. Leben brauchen wir nicht. Okay, gehen wir mal hier rechts lang. Was finden wir hier? Okay. Schon wieder so ein. The fuck? Muss ich mich in einen Wolf verwandeln? Nö. Komisches Ding auf jeden Fall. So, und da ist schon das erste Lager. Also gar keine Gegner hier. Nur ein paar Leute zum Quatschen. Siege 2, ja gut, weil ich die Dinge kaputt gemacht habe. Diese Hasenviecher. Einst wandelte Enkidu auf der Erde mit seinem großen Herzen. In Harmonie mit allen Lebewesen. Für unseren Stamm wurde Enkidu zum Inbegriff von Güte und Sanftmut.
Hier scheint es sicher zu sein. Schlagen wir hier das Lager auf. Jetzt halt die Frage, ne? Magieschaden. Warum skillt er so auf Magieschaden? Wahrscheinlich sind diese Blätter hier zählen als Magieschaden. Und der Wolf, also der hier, scheint normalen Schaden zu machen. Aber ich glaube, wir bleiben eher mehr in dieser Form. Was haben wir denn noch? Okay, maximal Gesundheit ist auch recht wenig. Theoretisch können wir Rast machen. Wache halten. Wäre auch nicht verkehrt. Blick in die Sterne wäre natürlich auch nice. Oder wir gehen jagen. Was kann man denn so kochen? Oh Scheiße, habe ich einfach kochen gemacht. Okay, wir haben ein paar Zutaten auf jeden Fall. Ah, bekannte Rezepte. 0 von 95. Okay. Jetzt habe ich schon kochen gemacht, ne? Komme ich hier nochmal raus? Nee. Das heißt, wir kochen jetzt auf jeden Fall was. Ich glaube, Wasser, Mehl könnte wahrscheinlich Brot machen, wobei auch Reis nicht verkehrt ist. Reis und Wasser? Ja. Was kommt bei rum? Nice. Ein Rezept. Plus 3 Ausdauer, nice. Du hast ein neues Rezept, gekochten Reis entdeckt. Nice, nice, nice. Brechen wir auf, wir sind jetzt fast zu Hause. Okay. Fest des ersten Mondes. Beza, so heißt unser Gebiet. Da ist der Wolfsclan, glaube ich. Da unten haben wir noch was. Okay, mal gucken, ob wir dazu kommen, ein bisschen zu erkunden. Gibt es noch irgendwas Besonderes? Okay, da oben verlassenes Waldstück. Oh, was ist denn das? Das will ich mir angucken auf jeden Fall danach. Aber betreten wir erstmal die Stadt. Hier haben wir einen Händler, brauchen wir aber nicht. Können aber die Sachen mal kaputt machen. Betreten wir das Haus. Auch hier einfach mal alles zerstören. Unser Geld. Isimut schenkt dir keine Aufmerksamkeit. Er ist in seinem Gebet versunken. Na denn. Geile Mucke. Ein Brunnen, mit dem können wir nichts anfangen. Was haben wir hier noch? Die Ältesten kümmern sich nicht um dich. Sie vergleichen die Leistungen ihrer Enkel. Jemand mit mehr Stolz würde vielleicht auch angeben. Ja, gut. Gut, dass wir es nicht haben. Da haben wir eine Katze. Eins der Perlhühner wurde mit dem Zeichen der Sonne auf dem Rücken geboren. Ich habe es niemandem erzählt. Was, wenn dies ein Fluch ist? Was sollen wir tun? Also man merkt schon, die Leute hier sind auf jeden Fall alle ein bisschen gläubiger. Natürlich ein Zeichen des Fluches ist theoretisch ja töten, ne? Ja, wir können auch beobachten. Hier beobachten. Wirkt erleichtert und stimmt schnell zu abzuwarten. Okay, nice. Okay. Das Fest des ersten Monds wird das Beste sein. Überall wird es Kuchen geben. Ja, genau. Ich habe ein paar leckere Triebe mit Blättern sowie Kräuter zu verkaufen. Aber du brauchst mindestens 50 Opale, um sie mir abzukaufen. Ja, nee, danke. Nee, nee, nee. Lieber nicht. Kamel. Ich habe ein ungutes Gefühl, aber wahrscheinlich war es nur der Käfer, den ich gegessen habe. Na, es wäre der Junge, okay. Wenn die Zwillingssäule der Fahnentänzerin tagsüber nichts Gutes. Ja, das ist der Typ, den wir getroffen haben. Zum Vollmond lässt sich nicht gut jagen. Es ist der Wille der Göttin, aber dass wir stattdessen das Fest genießen. Und mit dem reden wir gleich, weil der hat eine Quest für uns. Ach, bist du nicht süß. Und wie ich höre, hast du auch ein weiches Herz. Das gefällt mir. Na komm, wir flirten einfach mal. Na, als Anführer steigt. Wie ich sehe, haben wir nach dem Fest viel zu besprechen. Halte Ausschau nach mir. Oh Gott. Bitte nicht. Die Frauen besprechen die Essensvorbereitung für das Fest.
Der Geruch von uraltem Kummer haftet am Boden. Du fragst dich, was zuerst da war. Der Kummer oder das Staubvolk? Oh, hallo, das ist ein Charakter. Ein Spieler, ein Charakter, den man spielen kann. Ich wurde auserwählt, der Lehrling der Sucherin zu sein. Ich hoffe, ich kann die Blutkünste so meistern, dass ich diese Ehre verdiene. Ah, nice. Die hat also hier ihr Zuhause. Okay, wir sprechen mit dem Typen. Es ist Zeit für die Vorbereitungen zum Fest des ersten Mondes. Bist du bereit? Ja, klar. Also gut, fangen wir an. Das Dorf hat sich schon lange darauf gefreut. Seid alle beruhigt. Dies muss Teil des Plans der Göttin sein. Enkidu, du hast uns seit Jahren beschützt. Wie planst du die Mondgöttin zurückzubringen? Das ist eine gute Frage. Wir können eine Priesterin finden oder wir fragen andere Stämme. Priesterin, das hatten wir glaube ich schon beim letzten Mal mit dem anderen Charakter. Stämme fragen, würde ich jetzt mal machen. Diesen Plan heiße ich gut. Wir kümmern uns um die Panik hier, während du herausfindest, was geschehen ist. Vielleicht ist der Sonnenkult schuld. Oh Gott, bitte nicht. Intellekt plus 3. Der Sonnenkult. Oh, hallo. Der Geist spricht eine Sprache. Also, ja, schade. Haben wir nicht gelernt, mit Geistern zu sprechen. Kisura, da ist der Wolfsclan. Stätte des Sonnenkults. Oh. Eine seltsame Skulptur. Wenn, dann würde ich da zuerst hingehen. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal Kisura. Ich glaube, das ist jetzt erstmal ein bisschen sinnvoller. Okay, können wir hier mal ein bisschen nachfragen, ob die irgendwas wissen. Willkommen, Gelehrter. Gütiger. Ich habe auf den Besuch von jemandem wie dir gewartet. Ich weiß, was wir tun müssen. Aber dazu ist Blut nötig. Oh Gott. Du musst dich zur Geheimhaltung verpflichten und niemandem erzählen, was ich sage. Nee, wir protestieren. Also wir lügen ihn jetzt auch nicht an, so, sondern wir protestieren dagegen. Besonders wegen des Sonnenkults ist es wichtig für die Sicherheit des großen, der großen Mutter, dass du dieses Wissen nicht weitergibst. Verstehst du? Nein, wir wehren uns. Na schön. Du bist wohl nicht so gelehrt oder mitfühlend, wie dein Ruf Glauben macht. Dann muss ich auf jemand anderen warten. Ah, nice. Ah, tempelhaft, okay. Ja, da habe ich mich jetzt eher dagegen gestrebt. Weil wenn er irgendwelches Wissen hat, soll er das mit seinem... wie heißt's? Hier mit seinem Clan ausmachen und mir das nicht erzählen. Auch aus Angst, dass die das nicht verstehen vielleicht. Aber dann sind wir trotzdem die falsche Adresse dafür. So. Enkidu. Ich weiß es zu schätzen, dass du anscheinend helfen willst, aber der Wolfsclan braucht jetzt Zeit für sich. In Zeiten der Not muss jeder Stamm seine eigene Kraftquelle finden. Okay. Das heißt... Das bringt nichts. Ehre die Siege von Hedwana, der Ochse vor langer Zeit geliebt vom Wolfsclan. Inspirierend. Ah, cool. Das war, weil wir es durchgespielt haben, das erste Mal mit Hedwana. Hat die hier ihre eigene Statue gekriegt. Haha. Sehr nice, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Skulptur. Oh Gott. Alter. Yo. Ich sehe schon, so viel Schaden machen wir nicht. Alter. Jo, wir sind fast tot, ne? Ich glaube, der Wolf kann aber Leben zurückholen.
Ist halt nur sehr riskant, das zu versuchen. Nee, tut er nicht. Ah, shit. Oh, was macht die denn hier? Manchmal fühle ich mich ohne den Mond verloren. Nichts sagt mir, was ich tun soll. Was benutzt du, um deinen Weg zu finden? Instinkt. Mein Geist ist ohne die Klarheit des Mondlichtes trüb und aufgewühlt. Aufgewühlt? Okay. Vielleicht sollten wir beten, dass der Instinkt der Göttin des Himmels sie nach Hause bringt. Kurz flackert im Licht der Flammen eine Vision eurer gemeinsamen Ahnen auf. Die Sucherin wird mich tadeln, weil ich mein Lernen vernachlässigt habe. Ich muss zurückkehren, vielleicht kann ich dir helfen, wenn ich stärker bin. Du hast das Kostüm, oh nice, der Ahnenhexe für zukünftige Abenteuer freigeschaltet, sobald du dieses abgeschlossen hast. Nice, das sieht richtig gut aus. Okay, aber... ja, wir können hier einen Schnitt machen. Wir können so die erste Folge mal beenden mit dem Druiden. Also bis jetzt klappt es ganz okay. Sind halt einmal gestorben, also Schaden haben wir jetzt gefühlt nicht wirklich gemacht mit dem Angriff hier. Das heißt, der wird wahrscheinlich weniger auf Intellekt skillen, merke ich, sondern eher auf Stärke. Das heißt, wir werden dann hier so Jagd machen wahrscheinlich. Das war's von der ersten Folge von Moonhunters mit dem Druiden. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!